Viele fragen ja auch immer, wo ich meine Fahrzeuge kaufe. Fand ich auf jeden Fall eine mega Ansage. Dann ist das halt so, ich will auch verkaufen, ne? Ich muss von irgendwas hier leben. Ich sag, wenn man keine Ahnung hat, Alter, soll man gar nicht darüber reden, ganz einfache Kiste. Ich vermute auch ganz stark, dieses Fahrzeug wird hauptsächlich über den Platz verkauft als übers Internet. Ja, aber ist jetzt auch soweit fertig, dann holen wir gleich gemeinsam. Da kommen wir schon ganz gut miteinander klar. So, Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Ahmed Sharif und ich hoffe, euch allen geht's gut. Auf jeden Fall, wir drehen eine kleine Hofrunde. Wir haben ein, zwei, drei Sachen zu erledigen. Da nehmen wir euch oder wir versuchen euch heute da mitzunehmen. Zuallererst kurze Vorstellung von einem Neuzugang. BMW E39 aus dem Jahr 2000. Ist ein 523i, hat 170 PS und ist, ja, quasi mittlerweile ein seltenes Fahrzeug, was man so auf den Straßen sieht, vor allem in einem guten und gepflegten Zustand. Das trifft auf den hier zu. Schaut euch den mal an. Und der tatsächlich erst 113.000 Kilometer gelaufen. Das ist echt nicht viel, ne? Der ist aus erster Hand. Schaltgetriebe, Klimaautomatik, Sitzheizung, Multifunktionslenkrad und Schiebedach. Sonst leider nichts weiter an Ausstattung. Aber ja, PDC hinten noch funktioniert auch. Ansonsten wirklich sehr gepflegt, bis auf zwei, drei kleine Roststellen. Der hat hier in der Heckklappe was. Hier war noch irgendwo eine kleine Stelle. Und hier rechts am Kotflügel. Der ist jetzt gerade ganz frisch reingekommen. Da wollte ich euch eigentlich auch mitnehmen und zeigen, wie ich die fotografiere. Deswegen steht auch hier drin, gerade fotografiert. Und den dann quasi inseriere auf unseren Plattformen. Aber ich mache es halt mit der Kamera, mit der Erik gerade filmt, um auch wirklich hochprofessionelle Fotos zu bekommen. Das geht aber leider nicht zeitlich. Also wir können keine Videos drehen und nebenbei Autos fotografieren. Ja, ansonsten einen Neuzugang, einen mega schicken Neuzugang sogar. Audi A6 Allroad, 3,0 TDI mit 204 PS und sage und schreibe auch in Anführungsstrichen nur 125.000 Kilometer gelaufen. Das ist die Allroad-Version mit der Verbreiterung und in Wagenfarbe lackiert. Das Fahrzeug ist wirklich in einem Originalzustand und auch wirklich sehr gepflegt. Unfallfrei, nachlackierungsfrei, lückenlos Checkoff gepflegt, erste Hand. Und was ich besonders als Highlight finde, was Geschmackssache ist, ja, ich weiß, aber ich finde gerade zu der Außenfarbe passt das wunderbar. Dieses gräuliche Leder und Alcantara passt richtig geil zu dem Silber. Und vor allem, weil es halt wirklich in einem so peniblen, gepflegten Zustand ist, das Fahrzeug, ne? Dann passt das nochmal umso besser, finde ich persönlich. Ansonsten, ja, 4-Zonen Klimaautomatik. Und das kommt halt schon wuchtig hier mit der Allroad-Version, ne? Könnt ihr auch gerne mal Bilder einblenden, wie ich so die Fahrzeuge... Ah gut, das sehen wir ja manchmal, wenn wir sagen, dass das Fahrzeug ist verkauft. Mein Handy klingelt, dann komm kurz mit. Ja. Vielleicht ist das wieder ein Rapper. Tja, wer weiß, wer weiß. Oh, tatsächlich, ja, Lackierer, Moment. Wollte ich tatsächlich gerade auch als nächstes erwähnen. Der Golf 4 1,9 TDI mit 150 PS ist jetzt auch endlich zu 95% auslieferungsfertig. Der hat jetzt auch lange gewartet, locker einen Monat. Bei dem Fahrzeug war es aber so, dass wir wirklich viele Nacharbeiten machen mussten. Also der Kunde wollte, dass wirklich jede Delle und Beule ausgedrückt wird. Drei, vier Teile sollten lackiert werden. Sämtliche Öle wechseln. Und so weiter und so fort. Noch ein Türschloss von der Beifahrertür. Also hat das wirklich viel Arbeit gekostet. Aber ich habe auch gesagt, hier, du musst Verständnis dafür haben, dass es wirklich sehr umfangreich ist für unsere normale Tätigkeiten. Und ich da auch auf andere Leute mal angewiesen bin. Sprich, auf den Beulendoktor, auf den Lackierer. Und so ist es halt nicht nur abhängig von uns. Ja, aber es ist jetzt auch soweit fertig. Dann holen wir gleich gemeinsam ab. Versuchen wir zumindest. Fahren wir mit Erik sein E-Auto. Damit er auch zurückkommt. Sonst kommt er nicht zurück. Genau, da haben ja auch viele geschrieben, nach dem Motto, hast du den Doofen gefunden und dass ich den für den Preis verkauft habe und das Karma wird nicht zurückschlagen und keine Ahnung, was für ein Bullshit da manche Leute geschrieben haben. Ganz ehrlich, wenn man keine Ahnung hat von dieser Fahrzeuge, ne, oder ein Händchen hat für Fahrzeuge mit gewissen Etwas, die man auch so nicht mehr kriegt auf dem Markt. Du kriegst ja so ein Auto nicht mehr. Unter 200.000 gelaufen, mit, also 1,2 TDI, 150 PS, ich glaube ARL nennt sich das, der Motorcode. Sondern noch dazu hat das Fahrzeug 4Motion, beziehungsweise ist Allradantrieb und ja, in dem Zustand. Ne? Innenraum war dem Kunden, Interessenten sehr wichtig. Der ist zudem auch sehr gepflegt. Was soll ich noch sagen, Alter? Wenn man keine Ahnung hat, Alter, soll man gar nicht darüber reden. Ganz einfache Kiste, ne? Weil im Endeffekt hatte ich zu dem Zeitpunkt zwei Interessenten, ne? Plus der eine hat ihn gekauft, keiner hat ihn gezwungen. Der ist auch nicht dumm gewesen. Ansonsten hat sich mehrere Fahrzeuge angeschaut und verglichen. Und der hat jetzt auch einen Rundum-Service bekommen.
Also das Ding wird jetzt dastehen. Da ist, glaube ich, noch eine kleine Delle, die kriegt man nicht raus, aber ansonsten ist das Ding top. Ja, der wird dann nochmal aufbereitet, hat dann ein richtig geiles Fahrzeug, sage ich ganz ehrlich. Wäre sogar so ein Fahrzeug, was ich auch behalten würde oder fahren würde. Aber was ich auch gesagt hatte, zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn inseriert habe, wir brauchen Geld. Ja, Range habe ich hier draußen hingestellt, einfach aus dem Grund, da ich den grünen Allroad drinne haben möchte und halten möchte. Ja, der E34 bleibt natürlich drinne. Und wir haben jetzt ja doch den silbernen Allroad dazu bekommen. Und so ein Ranger ist meiner Meinung nach so ein richtiges Platzauto. Das heißt, wenn jemand mal vorbeifährt, sieht er das Fahrzeug, wird auch bestimmt. Also es ist mehr im Blickfeld, wenn er hier draußen steht, als wenn er in der zweiten Reihe im Showroom steht. Ich vermute auch ganz stark, dieses Fahrzeug wird eher über den Platz verkauft als übers Internet. Ja, ansonsten hatte ich ja gesagt, eigentlich wollten wir schon bei der nächsten Hofrunde hier den Zaun stehen haben. Haben wir leider nicht geschafft. Wir haben dann gebohrt und wussten wir aber auch, sind dann leider auf Beton gestoßen. Müssen wir halt stemmen, um die Pfosten setzen zu können. Ist ein bisschen mehr Arbeit, aber bei dem Wetter macht es halt auch keinen Spaß. Und dann sehen wir weiter. Ne? Ich hoffe, dass in den nächsten ein, zwei Wochen, dass wir das fertig kriegen. Aber wir waren trotzdem fleißig und haben schon die Fenster ausgetauscht. Bis auf das kleine Fenster hier unten sind alle schon ausgetauscht. Und noch eins im Showroom zur Küche hin. Da kommt dann noch eins mit Rollo, dass man das auch abtrennt. Haben gut Gas gegeben. Ne? Da waren ja oben ganz alte Holzfenster drin und in der mittleren Etage waren dann Kunststofffenster, aber mit Holzoptik, aber die waren auch nicht so gut. Also wir haben die dann ausgebaut, haben wir festgestellt, dass unten gar nichts ausgeschäumt wurde oder kein Kompriband zwischen war. Das geht halt auch nicht, dann zieht es halt auch durch. Ne? So haben wir das alles richtig schön vernünftig gemacht. Aber gut, wir sind keine Handwerker jetzt hier, also das ist kein Handwerkervideo, sondern Autohandelalltag. Ne? Ja, hier draußen hat sich jetzt nicht so viel getan. Was sich getan hat, ist, wir haben ein Mini Countryman S Cooper quasi von einem Kunden und Zuschauer bekommen. Aber ich habe das Fahrzeug für ihn verkauft. Ne? Der wollte Summe X dafür haben, hat seinen festen Preis gehabt, hat gesagt, lass dir auch Zeit, schreib ruhig mehr dran, das Ding geht. Ich sage, ja, alles klar, machen wir so, hol ich ab, nehme ich mit, stelle ich hin. Haben dann tatsächlich auch wirklich am Sonntag abgeholt. Ich glaube, was ist denn heute? Heute ist Freitag. Ich habe vorgestern am Mittwoch schon verkauft. Ja, tatsächlich am Mittwoch schon verkauft. Fernab habe ich natürlich auch einen Preisnachlass gegeben. Einfach aus dem Grund, wegen der Kundenauftraggeschichte. Und weil ich halt auch meinen Kunden nicht warten lassen wollte. Ne? In dem Fall hat es jetzt halt geklappt, dass wirklich nach ein paar Tagen ein Interessent kam. Beziehungsweise am Telefon quasi fernab gekauft hat. Den habe ich natürlich auch alles in Kenntnis jetzt hier. Kundenauftrag, keine Gewährleistung und so weiter und so fort. Da haben wir uns dann schnell geeinigt. Aber ja, komm, nehme ich eine kleinere Marge in Kauf, aber dann ist das Ding durch. Der Kollege, der mir das Fahrzeug zur Verfügung gestellt hat, kriegt sein Geld innerhalb von einer Woche. Also was will man da mehr, ne? Alle beiden Parteien zufriedengestellt. Ich habe eine Provision X für mich über und fertig, ne? Er hat auch gesagt, hier, ich würde das Ding, eigentlich würde ich noch gleich verkaufen. Beziehungsweise bei dir, also er kann auch selber verkaufen, aber er hat gesagt, komm, ich sehe ja, ich verfolge dich auf YouTube mittlerweile auch. Ich sehe, in was für einer Situation du gerade bist und warum nicht, wenn jemand was macht, soll er auch unterstützt werden. Fand ich auf jeden Fall eine mega Ansage. Auch sehr gastfreundlich, der junge, nette Herr. Ne, wir werden uns bestimmt nochmal irgendwie da zusammenkommen. Ja, ansonsten, wie gesagt, den Golf müssen wir abholen. Ich zeige euch noch kurz was in der Werkstatt. Da waren wir jetzt auch schon länger nicht mehr. Diese Kundenauftraggeschichte ist halt auch immer eine Sache für sich. Weil da muss ich halt den Leuten noch echt vertrauen können. Ne? Das Fahrzeug hat jetzt 174.000 gelaufen, ist ein Automatikgetriebe. Alles so, wie er mir es erklärt hat. Ich bin da hingefahren, habe das Ding 200 Kilometer überführt auf eigener Achse und es hat alles nach seiner Aussage so gepasst. Ne? Also so muss das meiner Meinung nach sein. Ne? Deswegen mache ich das am liebsten eigentlich auch nur, wenn ich die Leute kenne. Ansonsten kaufe ich sie selber direkt und verkaufe sie wieder. Ne? Ganz einfache Kiste. Ja, hier haben wir noch einen Polo 9N reinbekommen, Zulassung 2008, 110 gelaufen. Da waren hier die Schweller gemacht worden, aber auch schwarz lackiert. Habe ich mir gedacht, komm, da gehe ich mal mit Jonas dran, schleifen wir alles schön an, spachteln wir noch ein bisschen aus. Wird das mal nass geschliffen und dann schön in Wagenfarbe lackiert. Da mache ich jetzt auch keine große Sache draus. Das wird eine Spraydosenlackierung mit Klarlack, aber einfach aus dem Grund, so ein Auto kostet keine 3.000 Euro. Und ich denke, da muss man jetzt nicht zum Lackierer gehen und ein paar hundert Euro bezahlen. Wenn man da selber mal ein bisschen Hand anlegen kann mit kleinen und günstigen Mitteln. Und Jonas natürlich auch immer mehr mit einbinden. Es geht halt nicht nur kaufen und verkaufen, ne? Sondern auch wirklich, man muss halt auch wirklich sehen, was ist vor dem Kauf. Was muss gemacht werden, bevor das Fahrzeug verkauft wird und was ist halt auch nach dem Kauf. Es ist halt nicht immer einfach nur Autos kaufen, ja, geht ganz einfach, fotografieren, sauber machen, fotografieren und verkaufen und fertig. Nein, es gehört halt vorher schon sehr viel dazu, das Abholen, das schick machen, das sauber machen, das Inserieren, die Geduld mitbringen, die Kunden, natürlich hat man auch Kunden, die dann nicht kaufen und die ja trotzdem vorbeikommen und Probefahrt machen und alles, was dazu gehört. Ne? Genauso ist dann, wenn das Fahrzeug verkauft ist.
möchte der Kunde Kennzeichen haben? Sollen wir das Fahrzeug für ihn anmelden? Soll das überführt werden? Wollen die noch eine Einweisung haben? Treten irgendwelche Mängel auf nach dem Kauf? Und so weiter und so fort. Das gehört halt alles dazu, ne? Viele fragen ja auch immer, wo ich meine Fahrzeuge kaufe. Natürlich beantworte ich die Frage nicht, aber ich kann halt nur sagen, bei mir sind es halt ganz oft Folgegeschäfte, ne? Ich kaufe von XY Werkstatt, XY Autohaus, XY Privatperson, XY Händlerkollege, was auch immer, Fahrzeuge. Das führt dann halt meistens zu weiteren Geschäften. Und das macht mir halt auch persönlich am meisten Spaß. Das macht den Leuten Spaß, die mir die Fahrzeuge verkaufen, weil das beruht dann schon auf gegenseitiges Vertrauen, Entgegenkommen. Und sowas nennt man dann halt auch einfach Geschäftspartner, ne? Da gibt es auch kein Geheimrezept. Ja, und Preise werden einfach verglichen, so wie der Markt gerade ist. Mittlerweile muss man sagen, die Preise gehen wieder ein bisschen runter. Das stabilisiert sich alles wieder. Ja, müssen wir mal abwarten. Ne? Ein bisschen was stehen, kommt noch ein bisschen was dazu. Es geht immer schleppend. Es geht immer schleppend weiter. Also Stillstand gibt es tatsächlich nie. Es geht immer, auch wenn es sehr schleppend manchmal vorangeht, aber es geht weiter. Ich würde sagen, Erik, wir holen jetzt den Golf. Machen wir. Und ja, da muss die Stoßstange wieder dran gebaut werden und dann wird das Ding auch abgeholt. Trotzdem an dieser Stelle, Leute, wenn ich Preisnachlass gebe oder sonstiges, hat das seine Gründe. Oder Preisnachlässe, wenn sie ein bisschen größer sind, weil es ja auch oft kommentiert wird. Ey, dann ist das halt so. Ich will auch verkaufen. Ne? Ich muss von irgendwas hier leben. Das Ding muss irgendwie bezahlt werden. Ne? Die Fenster haben Geld gekostet. Die Pflege hier kostet Geld. Der Zaun kostet Geld. Ne? Es kostet ja alles Geld hier. Ne? Mitarbeiter kosten Geld. Krankenversicherung, Steuerberater. Finanzamt kriegt sowieso die Hälfte. Alle möglichen Kram. Ne? Es muss ständig der Geldfluss bleiben, ganz ehrlich. Ich kann auch nicht den letzten Cent ausgeben für Autos. Das geht zum Beispiel auch nicht. Man muss immer liquide bleiben. Man muss immer ein bisschen flüssig bleiben. Man muss immer Rechnungen bezahlen. Was meint ihr, was, wenn man selbstständig ist oder allgemein, wenn man in Bewegung ist, was alles an Kosten auf einen zukommen? Ne? Das unterschätzen auch viele. Auch diese YouTube-Sache. Wo steht dein Auto drüben? Ja. Auch diese YouTube-Sache. Mittlerweile fast, ich will nicht lügen, 10.000 Euro investiert? Ah, der ist ja schon an, ne? Beste Auto. VWE ab. Ja, auf jeden Fall, ihr kommentiert immer so leicht, ne, alle Leute so. Ja, warum hast du da so viel verlangt? Oder, ne? Für den Golf zum Beispiel, ja, hat es mir doch bezahlt, Alter. Da hat sich doch keiner gezwungen. Oder auch wenn ich Preisnachlässe gebe, ja, wie kann man das immer so Preisnachlässe geben? Ey, ihr sagt das so einfach. Guck mal, was ich gerade gesagt habe, die Kamera allein über 3.000 Euro. Nur diese YouTube-Geschichte, was wir hier gerade machen. Erik muss bezahlt werden. Das ist das A und O. Alle und Jonas. Alle wollen bezahlt werden. Ja, und dann dieses ganze Programm und sowas. Alter, so viel Geld ausgegeben oder so viel Geld, was man nochmal ausgeben muss. Die Leute denken, man hat einen Hof voller Autos oder verkauft Autos, dass man vollsteckt. Ist eigentlich absolut nicht so. Das sage ich ganz offen und ehrlich. Aber man will sich auch nicht beschweren. Ne? Man verdient sein Brot, man verdient sein Geld, man ist gesund und munter. Es macht ja immer noch irgendwo Spaß. Wir bauen uns jetzt noch YouTube nebenbei auf, werden noch das eine oder andere anderen Angriff nehmen, ne? Wir werden ein paar Sachen noch in Angriff nehmen, denke ich. Ne, Erik? Safe. Ne? Da sind wir uns ja schon alle einig. Wir werden gut dabei sein. Ja, wir werden auf jeden Fall Gas geben. Wir werden auf jeden Fall Gas geben. Ne, das, oder wie sagt man das bei unter den E-Auto-Fahrern? Wie macht ihr das? Wenn man sagt, ja, wir würden Gas geben, wie würden ja Gas geben, was würdet ihr? Ich weiß es nicht. Ihr steht unter Strom, ne? Ja. Ihr steht einfach unter Strom. Dauer unter Strom. Genau. So, Freunde, wir sind auf jeden Fall zurück vom Lackierer. Der wollte nicht gefilmt werden, was natürlich auch akzeptieren und akzeptieren müssen. Er meinte, er hat es nicht so mit dieses Social Media und so, hat sich auch von Facebook verabschiedet. Was auch verständlich ist, aber alles gut. Auf jeden Fall, genau. Die Leiste wurde lackiert. Also die Leiste an der Stoßstange. Hier einmal die Tür lang. Die war auch hier vermackelt. Das Seitenteil. Ja, war auch, hatte hier eine Macke. Oder eine Schramme, sag ich mal. Das muss man wieder zusammenbasteln. Kriegen wir auch hin. Und die Stoßstange hinten komplett. Die Heckklappe ist das Einzige, was jetzt nicht so schön ist hier mit dem Rost. Bringt halt auch nichts, wenn man das jetzt einfach lackieren lässt. Oder spachteln lässt, lackieren lässt, aber das wird wiederkommen. Da wollte sich der Käufer quasi selber drum kümmern. Ich hatte eine quasi geordert, aber die hat ihm nicht so gefallen vom Zustand. Die hatte so ein paar Kratzer. Muss auch jeder selber wissen, alles gut. Ansonsten die Heckstoßstange wurde noch komplett lackiert mit beiden Leisten. Und ja, das Basteln war dann alles zusammen. Was hat mich das jetzt gekostet? Ich hole mal die Rechnung raus. Muss ich gleich überweisen. Letztes Mal habe ich bar bezahlt. Und das hat die Bank einbehalten. Verdacht auf Falschgeld. Bei 100 Euro waren das. Aber das war dann nach einer Woche gut geschrieben. Keine Ahnung, wie sowas kommen konnte. Muss ich auch an der Stelle sagen, ich bin auch mittlerweile wirklich so, dass ich überweise, lieber Geld überwiesen bekomme, allen drum und dran. Das ist wirklich immer am einfachsten. Hat mich jetzt gekostet, netto für mich, 462 Euro.
Für den einen würde ich das jetzt sehr viel anhören, für den anderen wieder wenig, weil es ist wirklich eine ganze Stoßstange, ein Seitenteil, unten die halbe Tür und vorne leistet das Stoßstange. Und das ist halt wirklich auch kein Hinterhoflackierer, sage ich jetzt einfach mal. Ne? So im Großen und Ganzen ist das ein guter und fairer Preis. Der hat eigentlich gesagt, er wäre irgendwo bei 650 Minimum gelandet, netto. Aber er hat dann aufgehört zu zählen und hat gesagt, komm, machen wir jetzt einfach, mach 550 brutto. Ne, weil es halt auch quasi ein älteres Fahrzeug ist. Ne? Es ist ja kein neuerer Mercedes oder sonst irgendwas da. Ich denke, damit kann ich auf jeden Fall leben. Hat er gesagt, beim nächsten, also eigentlich wollte er sogar 500 machen, 500 Euro brutto, wären dann 420 netto circa gewesen. Aber hat er gesagt, beim nächsten geht dann wieder 50 Euro weniger. Ne? Also, da kommt man schon ganz gut miteinander klar. Ja, wenn du dann wieder so ein teureres Fahrzeug hast, ist halt einfach mal eine 100%ige Lackierung noch mal wichtiger. Ne? Dass du halt wirklich gar nicht, so gut wie gar nicht siehst. Ne? Das macht ja auch einen guten Lackierer aus, egal welche Farbe oder Farbton, dass das wirklich so macht, dass es wirklich top ist, ne? Um es so zu sagen. Was wollte ich gerade sagen? Genau, und Sonntag machen wir mal so ein kleines Special-Video. Ein bisschen so über das Thema Autohaus und Selbstständigkeit, würde ich mal sagen. Ne? So eine kleine Motivationsansage. Ne? Das mögen die Zuschauer auch mal ganz gut und gerne. Da wir auch immer sehr viele junge Zuschauer haben, was ich auf jeden Fall auch cool finde. Und natürlich auch die Älteren, Jüngeren, noch Jüngere, dies, das, anderes und so, alles gut. Das ist auch mal wichtig, ein bisschen über den Werdegang zu sprechen und zu zeigen, ohne großkotzig zu wirken vor allem, ne? Oder hochmütig oder sonstiges. Ja, an dieser Stelle verabschieden wir uns. Bleibt alle gesund, trinkt viel Wasser und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video.